Die Tresorübung. Imagination als heilsame Kraft nach Luise Rettemann. Du erlebst wahrscheinlich immer wieder, dass alte Traumafilme sich in dein tägliches Leben und Alltagsbewusstsein aufdrängen. Wir wollen heute lernen, wie du diese Filme stoppen und sicher verschließen kannst. Stell dir dazu bitte vor, hier irgendwo im Raum, gegenüberliegende Wand, stehen da ein Fernseher und ein Videorekorder, auf dem alte Filme abgespielt werden können. Der Fernseher und der Videorekorder sind gerade ausgeschalten. Schaue dir beide genau an. Wie groß ist der Fernseher? Welche Farbe hat er? Worauf steht er? Wo steht der Videorekorder? Wie groß ist er und welche Farbe hat er? Aber vielleicht magst du lieber ein DVD-Spieler. Und betrachtest du gerade den? Nun jetzt zur Fernbedienung, wenn du möchtest. Bist du Rechts- oder Linkshänder? Stell dir bitte vor, wenn du magst, du hättest in diese Hand eine Fernbedienung. Wie sieht diese Fernbedienung denn aus? Welche Farbe, Größe und Form hat sie? Vielleicht fühlst du, wie schwer sie ist. Nun jetzt kannst du vielleicht schauen, wo sich der Knopf zum Ausschalten eines Videos befindet, also nicht der Knopf für das Anhalten mit Standbild, sondern zum ganz Ausmachen des Videos, also schwarzer Bildschirm. Wie sieht der Knopf aus? Welche Größe, welche Form und Farbe hat? Und wie fühlt sich dieser Knopf an, wenn du deinen Finger drauf hältst? Jetzt kannst du, wenn du magst, nach die Knöpfe zum schnellen Vor- und Zurückspulen sehen. Wo sind die Knöpfe zum Ton leiser und lauter stellen, ob du diese findest? Besonders den Knopf zum Leise stellen. Und dann
Gibt es da noch einen Knopf, um das Fernsehbild immer heller zu stellen, bis nur noch weiße Gries zu sehen ist? Ob du auch diesen Knopf gefunden hast? Und jetzt zum Tresor. Das kann auch ein ist er? Vielleicht magst du groß genug gestalten, damit auch alle unangenehmen Filme hineinpassen, die du hast. Weil ein kleiner Wandtresor reicht in der Regel nicht aus. Welche Farbe hat dein Behälter? Aus welchem Material besteht er? Wenn du magst, kannst du den Tresor oder den Behälter, den du dir gerade gestaltest, anfassen. Auch innerlich fühlen, ob er stabil genug ist. Wo steht dieser Tresor? Du kannst dir jetzt auch den Weg zu diesem Ort genau beschreiben, wie du womöglich deine Wohnung verlässt und zu diesem Ort hinläufst, zu deinem sicheren Behälter, den Weg bis hin gedanklich verfolgen. Geräusche wahrnehmen, vielleicht vom Verkehr oder von anderen Menschen auf der Straße. Aber vielleicht befindest du dich gerade in der Natur und du hörst nur Vögel oder Tiere einfach zu. Oder wie sich der Wind bewegt. Und vielleicht spürst du sogar den Wind auf deine Haut. Und jetzt, wenn du auch den Weg zu deinem Ort
genau gestaltet hast, dann schauen wir uns mal den Verschlussmechanismus von dem Tresor an. Welchen Verschlussmechanismus hat er? Vielleicht ist das ein Drehzahlenschloss oder eine Code-Tastatur oder ein wunderschönes Schloss mit Schlüssel. Hast du einen Code oder ein Passwort zum Öffnen des Tresors? Wenn das nicht der Fall sei, dann kannst du dir jetzt ein Passwort aussuchen. Ein gutes Passwort, welches du gut merken kannst. Vielleicht kannst du später auch das Passwort auf einen Zettel aufschreiben und den Zettel immer bei dir haben für Notfälle, zum Beispiel in einem imaginativen Notfallkoffer für alle Fälle. Wenn du aber ein wunderschönes Schloss mit Schlüssel ausgewählt hast, dann wo bewahrst du diesen Schlüssel auf? Du könntest auch diesen Schlüssel in dem Notfallkoffer aufbewahren. Und jetzt testen wir, ob der Code oder der Schlüssel oder deine Zahlenkombination den Tresor öffnet. Gebe dein Passwort oder dein Code ein oder ja, versuch den Schlüssel zu betätigen. Wie sieht jetzt im Tresor aus? Ist es leer oder ist schon etwas drin? Und jetzt, dass du dich vergewissert hast, dass dein Passwort, dein Code oder der Schlüssel sehr gut zu deinem Tresor passen und ihn öffnen, kannst du ihn wieder auch verschließen, wenn du magst. Und jetzt kannst du nochmal deinen Verschlussort anschauen, auch rumherum, die Umgebung. Ist er sicher genug oder bedarf es vielleicht noch zusätzliche Schutzmechanismen? Vielleicht möchtest du noch einen Wächter oder einen Zauber oder zusätzliche Schlösser noch installieren oder dein Tresor in ein Bankhaus stellen. Jetzt kannst du in deinen Gedanken wieder nach Hause.
Vielleicht ist es gerade, wo du am Frühstückstisch dein Müsli isst oder dein Kaffee oder Tee trinkst. Oder bist du beim täglichen Joggen gerade? Jedenfalls, wenn du den Testlauf durchführen möchtest, dann kannst du jetzt die Fernbedienung nehmen und diesen Film einfach stoppen. Und du kannst auch auf den Knopf zum schnellen Zurückspulen drücken. Womöglich, wenn der Film am Anfang angekommen ist, dann hörst du ein Klack. Und dann bist du sicher, dass das Zurückspulen funktioniert. Wenn du möchtest, kannst du gern nochmal ausprobieren. Und beim Spulen zum Beispiel einen Blick auf den Zähler vom Videorekorder haben. Und ab einem Zählerstand von 10 langsam weiter zurückspulen und sozusagen den Countdown verfolgen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Nun kannst du jetzt in Gedanken zum Videorekorder gehen, wenn du möchtest, und auf den Eject-Knopf drücken, damit die Kassette auch herauskommt. Und wenn du jetzt die Kassette in der Hand hast, dann kannst du jetzt an einen Platz legen, welcher dir jetzt gerade passend erscheint. Zum Beispiel der Bücherregal oder in die Ecke. Da es kein bedrohlicher Film ist, braucht er ja nicht im Tresor verschlossen zu sein. Und wenn du hier angekommen bist, dann hast du den ersten Übungsschritt auch schon abgeschlossen.